Lieben, heute gibt es einen neuen Vlog für euch. Und zwar sind wir heute relativ viel im Garten. Und da seht ihr schon, wir haben nämlich eine Menge zu tun. Das werdet ihr aber gleich noch alles sehen. Ich mache jetzt die Mail fertig. Wir sind schon ein bisschen am Machen. Wir haben es jetzt 11 Uhr und die Mail ist noch in dem Bettchen. Da liegt sie. Und die werden wir jetzt rausholen. Ganz eingemurmelt. Und ja, wenn wir sie gleich mal umziehen, ich muss hier kurz noch einmal aufräumen. Ich bin hier voll am Nähen die letzten Tage. Kann ich euch gleich mal zeigen, was ich alles schon genäht habe. Einmal die Nähmaschine am Rand stellen. Und deswegen möchte ich euch noch gar nicht so viel vom Zimmer zeigen hier, weil halt die Roomtour noch kommt. Und deswegen zeige ich auch nicht so viel auf Instagram und so, sondern ihr sollt ein bisschen auf die Roomtour warten. Aber ein bisschen seht ihr halt in unseren Vlogs. Ich muss gerade mal gucken, wo habe ich die Sachen, die ich schon genäht habe. Irgendwie sind die, glaube ich, gerade weg. Bald kommt heute ein neuer Vlog. Ich freue mich riesig, weil ich so lange nicht mehr vloggen konnte. Ja gut, auf jeden Fall ziehen wir jetzt die Mel um. Dann muss ich gleich mal schauen, was wir hier anziehen. Heute ist es ziemlich kalt. Ich habe ja auch hier so eine dicke Jacke an. Ich liebe es, mein Lieben. Ich habe einen richtigen Babyschrank. Schaut es mal an. Und ich liebe es. Ich kann einfach hingehen und mir raussuchen, was ich haben will. Und muss nicht mehr alles durcheinander wühlen. Oh, da ist meine Schwester. Ja, jetzt muss ich aber mal schauen, was wir anziehen. Marlies, ich komme gleich, ja? Marlies? Ja, also ich suche jetzt kurz was aus, was wir für Mel anziehen können. Ein Video zum Schrank, wie wir das alles so organisiert haben, kommt auch auf jeden Fall noch. Ich bin noch nicht so ganz hundertprozentig begeistert davon. Ist auch noch alles sehr provisorisch, weil mir fehlen noch so ein paar Kleiderbügel von ein paar Sachen. Deswegen hängt überhaupt noch nicht alles, aber ein paar Sachen hängen auf jeden Fall schon. Und ja, kennt ihr sowas zum Beispiel hier? Kennt ihr bestimmt gar nicht, ne? Weil das immer ganz unten lag. Das ist voll schief da drauf. Es lag immer ganz unten in meiner Kiste und man sieht sowas dann gar nicht. Finde ich voll schade. Aber sowas ziehe ich auch nicht an. Sowas und der hier zum Beispiel ist noch von meiner Kindheit, als ich ein Baby war. Und deswegen ziehe ich sowas gar nicht an. Also den hatte ich halt als Baby an. Und sowas hängt hier einfach nur drin, weil es einfach Erinnerungen sind. Hier ist auch noch ein, den ich als Baby an hatte. Hatte ich auch als Baby an. Und ist auch noch eine Jacke, die ich aufhängen muss fürs neue Baby. Die habe ich neu gekauft. Und da haben wir jetzt auch keinen Bügel, deswegen liegt sie jetzt hier bei den Jacken. Ja, aber jetzt müssen wir erstmal schauen, was wir der Mel anziehen, weil es ist halt wie gesagt ein bisschen kälter heute. Und ich würde euch jetzt am liebsten alles zeigen, wie ich das so organisiert habe, aber kommt ja alles ein Video zu. Sie könnte ja auch ihre coole Stackhornhose anbehalten. Ich würde sagen, wir ziehen ihr einfach nur die Jacke über. Sie hat ein Body und eine Hose an. Ziehen wir einfach mal kurz diese Jacke hier über. Weil sie hat halt, wie gesagt, eine Spinne auf der Jacke natürlich. Natürlich sehr schön. Ist im Moment sehr ruhig da draußen. Mal schauen hier. Stöpsel hier rausnehmen. So. Sind die denn? Ach, die spielen mit meinem Hund. Schaut euch das mal an. Da sind die Kleinen. Mein Hund hat so ein Babyspielzeug. Und das liebt er über alles. Und, deswegen kann man ihn damit sehr, sehr gut ärgern. Die Schnullerkette darf natürlich nicht fehlen. So. Ich merke gerade, wie sehr ich das Vloggen vermisst habe. Ich liebe es einfach, euch irgendwie mitzunehmen. Hallo Marlies. Ich muss weiter vloggen. So, ich habe sie jetzt umgezogen, also die Mel. Und meine Schwester ist jetzt mit in meinem Zimmer und sie hat mich gerade voll überrascht. Sie hört mir die ganze Zeit zu, finde ich sehr interessant. So, sehe, das Doofe ist auch, wenn ich an meine Mützen will, die sind hier, muss ich erstmal die T-Shirts und die Schuhe hier wegräumen. Das muss ich mir auch auf jeden Fall noch anders überlegen. Aber es gibt nächste Woche bei Lidl, gibt es so kleine Kisten hier. Dieses Jahr von Ikea. Und da gibt es so Kisten, die sind, glaube ich, ein bisschen größer. Weil, wie ihr seht, platzt meine Mützen- und Sockenkiste auch schon. Welche Mütze? Ich glaube, ziehen wir die hier an. Die mal ich's? Welche? Die in ihrem Bett liegt, die rote und ihre Plüschdecke. Warum? Weil es ziemlich kalt ist und ich keine Decke im Kinderraum habe. So. Zack, 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 zack. Also, wie gesagt, nicht wundern, dass es hier irgendwie so Chaos ist. Das sind meine Motorradsachen. Die liegen hier nun mal, das ist Felix-Kram. Und hier liegt einfach überall noch was rum. Und das alles, ja. Einfach alles so ein bisschen hier auch. Kennt ihr diese Organisationsfächer von Ikea? Die habe ich ja in meinem Ikea-Haul auch gezeigt. Ich weiß nicht, ob der schon online war. Da ist.
Und die hängen im Moment auch hier in meinem Bett. Und hier ist im Moment ja auch schon unsere Wäschekiste, da ist schon Wäsche drin. Und ja, aber das kann ich mal in meinen anderen Wäschekorb. Weil das muss wirklich gewaschen werden. So. Ja, nehmen wir Plüschi-Decke noch mit. Weißt du, wo ich meine genähten Sachen getan habe? Ich finde die nicht mehr. Sind die runtergefallen? Ich wollte die zeigen, aber irgendwie sind sie weg. Nicht so viel durcheinander machen. Ja. Ja, also alles noch sehr wüst hier und hier sehen wir nichts. Weil hier ist es noch dunkel. Also, wir können Licht anmachen, so. Aber mein Papa ist also immer so auf Strom sparen. Und das Doofe ist auch, die Lichtschalter für hier oben ist nur hier oben. Und der hier ist für unten. Also für da. Das ist voll doof. Das heißt, wenn du abends hier hochgehen möchtest und da ist es dunkel, stolperst du immer, weil der ist ja jetzt hier oben. Das heißt, du musst immer in die Treppe hochgehen. So. Da ist meine Schwester mit der Mail. So. Was? Achso, das war Felix. Felix, nimm das Spielzeug mit. Ja, du hast so geschrien. So, genau. Dann haben wir jetzt hier den Kinderwagen. Habe ich schon runtergetragen. Der steht nämlich auch bei mir oben. Ist auch voll. Oh, der ist so süß. Das ist der richtige Bindelarsch. Ne, Mausi? So. Zack, zack, zack. So. Und raus hier. Hallo Felix. Hallo. Hallo. So, meine Lieben, wir sind jetzt im Garten. Es ist ziemlich komisch, weil wir sind gerade mit dem Kinderwagen rausgekommen. Und unsere Nachbarin, also die genau gegenüber von uns wohnt, die kann direkt zu uns rüber gucken. Und wir kommen so raus und sie wusste nicht, dass wir ein Baby haben, also ein Baby haben. Und deswegen hat sie voll komisch geguckt, das war nicht sehr lustig. Und ich hatte auch noch die Kamera in der Hand, fand sie auch sehr lustig. Ja, Mel liegt jetzt hier. Mir ist gerade aufgefallen, als wir rausgegangen sind, dass der Kinderwagen richtig dreckig ist. Durch den ganzen Staub, der oben noch lag. Ich muss ihn auf jeden Fall naja, sauber machen. Das hilft sich, ne? Ja, aber nicht wieder. So, und was wir zu tun haben, ist im Moment das da, also schreddern, diesen ganzen. Papa hat hier gestern den Baum fast gefällt, dann haben wir den da gefällt, seht ihr da, den da. Und hier hinten lag ja auch ganz viel, ich weiß nicht, ob ihr unseren Garten kanntet, aber hier war so ein Riesenhaufen. Das haben wir alles schon geschreddert, kann ich euch mal zeigen. Ist die dreckig? Naja, ich wasche die nachher mal, ich hab, guck mal, Augen und so, wir müssen näher auf jeden Fall mal waschen. Ja. Muss ich gerne Melle heute mal baden. So, hier ist unser kleiner Mini-Teig. Endlich sieht man den auch. Mein Hund. So, und was wir schon alles gefällt haben, seht ihr hier. Also schaut mal hier. Die ganze Späne hier haben wir alles gefällt. Und das hier ist eine Schubkarre ungefähr. Dieser Haufen ist eine Schubkarre. Also könnt ihr euch mal überlegen, wie viel das schon war. Und das hier fällen wir gerade. Also so grünes Zeug. Oh, hallo Mel. Ja, überall Dreck. Ja, die müssen wir unbedingt baden heute Abend. Baden wir sie mal nachher. Ja, da wohnen übrigens unsere Nachbarn, die ich meinte. Und ja, also die Mail muss heute unbedingt gebadet werden. Und hier haben wir jetzt unseren Schredder. Das muss jetzt geschreddert werden. Halt. Und seit 4 Tagen machen wir das. Und ja, heute ist das erste Mal Mail draußen bei uns. Also das erste Mal in unserem neuen Dorf ist Mail draußen. Marlies ist die Supermami. Ja? Dunkel ist. Ups. Eine Kamera. Felix, hallo. Bibi, Honi, Bibi. Wer ist da oben? Ist Pilz da oben? Felix, hast du Pilz geholt? Super. Hast du Pilz geholt? Ja, meine Lieben, wie ihr seht, haben wir gestern Rasen gemäht. Schaut euch das mal an hier. Ihr kennt das bestimmt, wie es vorher aussah. Wir mussten da richtig mit so einem Benzelmäher Rasen mähen. Ich kann euch mal zeigen, wie hoch das war. So hoch war das gestern. Genau, gestern haben wir Rasen gemäht. Und mähen wir auch noch. Heute muss nochmal gemäht werden. Hier ist gemäht und hier ist das hohe Gras, wie ihr seht. Ne? Also, das ist so der Unterschied. Und das ist so krass, was wir gestern hier runter gemäht haben. Hier auch alles gemäht. Wir haben jetzt so viel Platz hier.
Das ist richtig unglaublich. Und hier wisst ihr bestimmt auch, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, der hier war komplett in Gras eingebuddelt, dieser Baumstamm hier. Und der ist so riesig und der ist jetzt endlich frei. Also da sieht man auch, was wir alles gemacht haben gestern. Und ja, ja, wir waren gestern eigentlich nur im Rasenmähen, am Schreddern und an anderen Sachen. Also wir haben eigentlich gestern nur im Garten verbracht. Und vorgestern waren wir noch an der Ostsee. Das sind wir bei uns hier, also weil wir umgezogen sind, sind das nur ein paar Kilometer zur Ostsee. Also die Ostsee ist eigentlich unser Garten sozusagen. Ja, mein Schwester hat mir heute einen Zopf gemacht, schaut mal. Nein, könnten auch vorne. Ja, also wir müssen jetzt mal weiter mähen hier. Ich hoffe, die Mail, Alter, hier ist alles voller Regen verdeckt. Alter. Da die ganze Woche was unternehmen? Können wir auch machen. Habt ihr Lust, dass wir euch mitnehmen? Weil nächste Woche, also eigentlich wollten wir nächste Woche in Urlaub fahren. Wir sind ja eigentlich so richtige Campingliebhaber. Aber leider hat es dieses Jahr nicht so geklappt, auch wegen dem Umzug und so. Und deswegen hat meine Mutter gesagt, machen wir ganz, ganz viele Ausflüge. Also Hansapark, der ist bei uns zum Beispiel auch komplett um die Ecke. Da können wir eigentlich auch zu Fuß hingehen. Habt ihr euch jetzt eigentlich geeinigt? Ich war ja immer... Also wir fahren in den Hansapark, wir fahren einen Tag zur Ostsee, wir fahren Sonntag ja nach Büsum. Dann fahren wir einen Tag in einen Kletterpark, da warst du ja noch bei. Einen Tag in Grömitz. In so eine Gondel, das ist richtig geil, da freue ich mich richtig drauf, das ist so günstig. Das ist so eine riesige Gondel, da sitzt du drinnen, kannst dich reinsetzen und dann fährt die nach unten ins Meer rein und du kannst von unten, eine halbe Stunde ist die da unten und du kannst von unten das Meer so sehen und dann wird dir ganz viel erzählt und so, das ist so geil. Das ist voll cool, das ist für Papa. Ja, ja, deswegen, ich freue mich da richtig drauf und Serengeti Park war leider zu weit weg. Sonst wären wir da auch noch hingefahren, aber irgendwas anderes haben wir auch noch. Genau, Sea Life vielleicht. Aber ich glaube, das tauschen wir vielleicht um. Müssen wir mal schauen. Also wir haben nächste Woche ganz viele kleine Ausflüge sozusagen. Und wenn ihr da irgendwie Lust drauf habt, dann nehme ich gerne meine Action Cam mit. Ich habe mir extra für mein Motorrad eine Action Cam gekauft. Die kann ich dann gerne mitnehmen, zum Beispiel in den Kletterpark. Irgendwie so an den Bauch machen oder so. Und dann könnt ihr sehen, wie wir so ein bisschen klettern. Da habe ich auf jeden Fall auch richtig Lust drauf. Mein ist dünner. Mein Bauch ist dünner. Kannst du was denn überall ran machen, die Action Cam. Ja, also das könnt ihr auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, ob ihr das irgendwie sehen wollt. Ich weiß nicht, vielleicht nehme ich auch in so paar Sachen, kann ich auch Mel mitnehmen. So Sea Life oder so kann ich ja Mel mitnehmen. Hansa Park können wir vielleicht auch Mel mitnehmen. Weil wir haben halt immer einen. Sea Life fährt man bei Sea Life. Sea ist auf Englisch See. So. Also so Meer. Also mehr Leben, mehr Leben, ja. Und ja, so ein paar Sachen kann ich auf jeden Fall Mel mitnehmen. Dann könnt ihr das auch sehen, ist glaube ich voll cool, mit Mel da so ein Sea Life fahren und in Hansa Park. In Hansa Park ist nämlich so, dass meine Eltern und Felix auf jeden Fall nicht Achterbahn fahren werden, weil mein Vater hat ja einen Bandscheibenvorfall. Meine Mutter fährt wahrscheinlich auch noch manchmal. Ich glaube, die hören mich gar nicht. Nein. Auf jeden Fall ist es glaube ich voll cool, wenn wir Mel mit in den Hansapark nehmen. Weil mein Vater kann halt nicht, weil er was mit dem Rücken hat. Also einen Bandscheibenvorfall und. Ja. So, ich würde jetzt helfen und ich glaube, ich werde mich nachher nochmal melden. Ja, ich mache die Kamera aus und helfen dir. Marvin, du hilfst auch. Jetzt komm. Gucken wir nochmal nach deinem Mel. Ich habe das Dach hier oben aufgemacht. Damit wir ein bisschen Sonne abbekommen, aber nicht ins Gesicht. So. Nice, die Maus. Die muss auf jeden Fall baden heute. Die ist richtig dreckig. Seht ihr da auch? Die ist so richtig, richtig dreckig, Theo. Meine arme Mausi. Aber süß ist die, mein kleines Baby. Wir können das hier mal aufmachen. Es wird doch gerade ganz schön warm. Weil die Sonne sich gerade blicken lässt. Seht ihr das? Es wird gerade richtig schön wieder. Aber es ist immer so, um die Mittagszeit wird es hier immer richtig schön. Aber leider arbeiten wir halt den ganzen Tag. Also wir könnten halt zur Ostsee fahren und gehen halt einfach, aber ist halt einfach doof ein bisschen. Hier sind wir eine neue Hose. Die haben wir selber genießt von Stockhorn. Ganz, ganz süß, aber sie hat voll den Windelpopo da drin. Schau mal. Voll den Windelpopo.
ich noch das Bündchen rannähen. Da muss ich aber erstmal eins kaufen, ein schwarzes. Und die gleiche haben wir auch schon für das neue Baby genäht. Die wollte ich euch ja gerade zeigen, aber ich finde sie ja nicht. Aber ja, das ist auf jeden Fall Mädchenhose. Ist ein bisschen warm geworden jetzt, ne? Ich mache hier noch ein bisschen Wäsche auf. Ja. Ja, so könnt ihr ein bisschen schlafen. Die Mel braucht nur jetzt eine neue Windel. Ich mache mal hier das Fenster auf, damit ich die Kleinen höre. Und das muss gelüftet werden unbedingt. So, Fenster ist auf. Und wir haben ja gerade Mittag gegessen. Und die kleine Maus auch, hat auch gerade eine Flasche bekommen. Jetzt wird kurz gewickelt und dann schläft sie meistens weiter. Das ist halt immer so, sie schläft nicht nach dem Essen ein oder beim Essen ein, bis ihre Windel gewechselt ist. Auch irgendwie total süß, aber halt auch manchmal ein bisschen anstrengend. So. Die Stoffwindel an, also eigentlich richtig die Stoffwindel immer nur. Weil ich die so schön finde, dass sie immer so ein bisschen Puppi drin ist. So. Dann machen wir die mal ganz ab. Frische Windel für die Mausi. Es ist im Moment echt richtig warm. Wir hatten gerade auf dem Thermometer 40 Grad stehen. Was natürlich nicht so ist. Ich schätze es auf 35 Grad ungefähr, was es gerade war. Aber dann war die Sonne kurz hinter einer Wolke. Und dann hatten wir wieder 25 Grad. Und ja. Deswegen lag die Mel auch gerade so viel drinne, weil es hier drin halt schön kalt ist. Draußen ist es halt noch viel wärmer. Wir wohnen halt in einem Altbau und da ist es meistens immer richtig kalt, weil die Wände halt so dick sind. So. Zack, zack, zack. Hol sie wieder an. Ich glaube noch ist es, wenn sie drin liegt, ist es auch nicht zu warm, wenn sie jetzt die Hose anbehält. Und die Mütze könnt ihr auch anbehalten. Die Jacke ziehen wir ihr aber auch wieder über. Weil ich halt drin auch in Jacke rumlaufe. So, ich habe mal kurz fit dazu gemacht, einfach viel zu laut. Ja, sie kriegt die Jacke an, weil ich halt auch eine Jacke an habe. Im Moment drinne. Und Babys sollen ja immer eine Schicht mehr als wir Menschen anziehen. Also Babys sind auch Menschen, aber als wir Erwachsenen sozusagen. Weil wir bewegen uns ja und Babys ja nicht. Und deswegen sollen die immer ein bisschen mehr anziehen. Deswegen bekommt sie jetzt auch ihre Jacke an, aber ich mache sie nicht zu. Einfach so und dann kommt sie gleich wieder in den Kinderwagen. Schnulli noch. Mami,
ich habe die Maus jetzt doch hingelegt, weil ich festen Überzeugung bin, dass sie echt müde ist und ich glaube, dass sie jetzt hier oben noch ein bisschen schläft. Ich habe das Babyfon noch angemacht, falls irgendwas ist, dass ich sie höre, aber ich glaube, dass es unten einfach viel zu laut ist für sie, dass sie da unten schlafen kann. Deswegen lasse ich sie jetzt hier oben ein bisschen schlafen. Hier ist übrigens auch volles Chaos. Hier ist ja mein Zimmer sozusagen. Hier ist auch totales Chaos. Ich muss hier unbedingt heute aufräumen allein. Der ist so dreckig auf dem Boden. Ich finde das so schlimm, aber ich kann ja jetzt nicht anfangen zu saugen, wenn die kleine Maus schläft. Das mache ich dann gleich. Und wenn sie dann wach ist, werde ich sie wahrscheinlich auch baden. Da werde ich dann aber ein extra Video draus machen. Weil eine Baderoutine wurde sowieso gewünscht. Und dann mache ich das. Dann muss ich heute noch meinen Wickeltisch fertig machen. Der ist immer noch nicht fertig. Kommt hier noch so eine kleine, also hier kommt ein Rausfallschutz sozusagen. Also Wickeltisch haben wir hier noch so eine kleine Erhöhung dann. Und da kommen auch diese Kisten hier ran. Also diese kleinen kommen dann hier so ran. Den Wickeltisch oben. Dass ich das dann immer alles parat habe. Hier wird halt Wasser reinkommen dann. Hier sieht man einfach, wie staubig das hier drin noch ist. Das ist alles total staubig. Es hängt hier seit 2 Tagen und ist irgendwie voll staubig schon. Ja, also hier sind schon unsere Pflegeprodukte drin. Hier kommt ein Wasser rein. Und hier überlege ich noch, was ich da reinstelle, wieder Windeln. Aber die habe ich eigentlich hier unten. Da habe ich die Windeln schon, also eigentlich brauche ich das nicht. Und vielleicht einen Waschlappen oder so, den ich hier reinmache. Hier habe ich ja schon unsere Handtücher hängen. An dem Haken. Hier sind unsere Pflegeprodukte, die wir schon vorher hatten. Und ein paar neue Sachen. Neue Wundschutzcreme und eine Gesichtscreme. Aber ein paar Sachen, hier kommen noch die Haarbürste mit rein. Dann würde es aber, ich muss erstmal schlafen lassen. Ich habe Jalousie auch zugemacht ein bisschen und das Fenster, dass nicht so laut ist. Und ja, dann lassen wir sie mal kurz schlafen, die Mausi. Und wenn sie dann wach ist, dann werde ich hier oben aufräumen und die Tür quietscht voll. So, ist ein bisschen zu. Ja, wenn sie dann wach ist, dann werde ich sie baden wahrscheinlich. Und dann kriegt sie noch was zu essen und dann schläft sie eigentlich immer wieder. Also um 2 ist eigentlich immer so ihre Zeit, wo sie dann schläft. Dann schläft sie meistens bis 3, halb 4. Und dann bekommt sie noch was zu essen und dann schläft sie eigentlich wieder. Ja. Genau, steht hier, den werde ich nachher auch hier stehen lassen und schon sauber machen einmal. Oh mein Gott, es steigt und steigt. Das ist so krass. Wir haben einfach schon wieder fast 35 Grad. Ich wollte jetzt gerade mal nach vorne gehen. Oh, wir haben hier eine Wäscheleine. Wow. Meine Hose. Ist sie sauber geworden? Nein, oh schade. Ich will die nochmal waschen. Ich wollte noch kurz nach vorne gehen. Please, kommst du mit? Nach meinem Motorrad schauen. Ja, nach meinem Motorrad. Deswegen, ich wollte gerade mal gucken. Ich wollte mir nachher nochmal los kurz. Felix! Felix, kommst du mit? Komm mit. Ja, komm mit. Komm. Digga, komm, hier wollen wir. So, dann gehen wir jetzt mal wieder rein, also nach hinten, ne, gesagt. Hier haben wir gestern auch schon alles gemacht. Hier sind wir mit alle unsere Bäume, die wir aus unserem alten Haus mitgenommen haben. Die zerfallen leider sehr doll, aber ist bei so einem Umzug ist für die Bäume ja auch ziemlich doll. Oh mein Gott, und es wird immer noch mehr. Ich glaube, wir sterben hier gleich. Und schon wieder führt es mich nach oben. Ein bisschen leise, die Mail schläft noch. Ich habe auch nichts am Babyfon gehört. Ja, sie schläft noch. Da ist sie. Kleine Maus. Und ich wollte mir jetzt kurz mein Bikini anziehen, weil der liegt da hinten. Weil es ziemlich warm ist. Wir haben gerade, habe ich ja gerade gesehen, wieder fast 40 Grad und deswegen wollte ich mir kurz mein Bikini anziehen, damit
ich mich erstens bräunen kann. Ich habe voll den T-Shirt-Abdruck, hat Felix gesagt, auf dem Rücken. Und Sonnenbrand auf der Schulter, auch nicht so geil. Aber ja, schaut mal übrigens, was hier steht in meinem Zimmer. Der süße Jaden, oh. Da, der süße Jaden. Steht hier unten in meiner Bildecke. Auch noch nicht alles, wie es gehört. Das ist einfach nur provisorisch jetzt. Dann auch noch ein paar Bilder. Und ja, ich ziehe jetzt erstmal mein Bikini an. Hier unten ist übrigens die Post, die ich abgeben muss. Hier haben wir was ein Zuschauer von uns gekauft hat. Es geht nach Österreich. Hier habe ich meine Bugaboo Winterräder, die ich auch noch unbedingt verschicken muss. Und hier habe ich auch zwei Kartons, die eine Zuschauerin gekauft hat. Ja, mit ein paar Sachen. Muss ich auch alles zur Post bringen nachher. Ne? So, hier drin ist es wieder total kalt im Bikini, aber wir gehen jetzt mal raus, mal schauen.